So, ja. Was wollte ich eigentlich? Ich wollte in der letzten Folge irgendwas bequatschen. Jetzt habe ich vergessen, was das war. Ja, ich habe es wirklich vergessen. Was war das denn jetzt? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich hatte vielleicht ein Thema, so ein kleines, und zwar, ich werde jetzt keinen Namen oder so nennen, aber man hat es sicherlich schon mitgekriegt, dass es einen YouTuber gibt, der unfair behandelt wird. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich unter aller Sau. Und es wird dunkel, ne? Ja. Ich finde es wirklich unter aller Sau, dass man schon so weit geht. Und ich muss ehrlich sagen, finde ich auch nicht in Ordnung. Das ist meine Meinung. Das ist echt nicht nett. Ich glaube, ich werde hier oben bei dem Offenhügel schlafen. Ich finde es nicht gut. Man sollte schon sowas. Ich muss kurz schauen, nicht hier. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt damit anfangen soll. Wir hätten vielleicht mehrere Gruppenzwecke haben müssen, ne? Ich hätte vielleicht noch einbauen sollen. Naja, ich finde es halt, wie gesagt, auf jeden Fall nicht in Ordnung. Ich meine, ich habe nicht viel gesehen. Ich habe da mal so überblicklich rüber geguckt. Es ist geteilte Meinung, ich möchte mich auch nicht zu dem Video äußern, jeder wie er mag. Aber so wie es gerade jetzt ist, finde ich das in der Hinsicht nicht in Ordnung. Das, ich verstehe auch nicht, warum Leute so weit gehen. Wirklich. Natürlich, auf der einen Seite kann man nicht sagen, wer hat Schuld. Man sollte da vielleicht schon auf die Privatsphäre drauf achten. Ich möchte auch hier keinen verurteilen. Und ich, wenn ich jetzt bedenke, mir würde das passieren. Ja, was würde ich in der Lage machen? Es ist halt schwierig zu sagen, weil es ist, wenn man bedenkt, wirklich eine Zwickmühle. Es ist wirklich eine Zwickmühle. Kann ich das hier nicht draufsetzen? Hocherde, oder? So, Mist. Es ist echt eine Zwickmühle. Ich meine auch, was da so alles vorgefallen ist. Ich meine, man kriegt das ja mit. Und man sieht es ja auch in den Trends. Kann man das ja auch sehen, die Videos. Und dass das so weit gehen muss, dass man sogar aus der Wohnung rausfliegt. Und ich denke mal, ihr wisst wirklich schon, wen ich meine. Finde ich nicht in Ordnung. Das muss nicht sein. Zumindest eine Frist geben. Ich meine, er muss innerhalb von 2 Wochen raus. Wie soll man da eine Wohnung kriegen jetzt ohne Scheiß? Das schafft man nicht. Also da hätte man zumindest vielleicht sich zusammensetzen sollen und vielleicht eine Vereinbarung oder so treffen sollen, zu sagen, okay, pass auf, wir geben dir noch einen Monat, dann musst du aber raus. Und wo soll er hin? Dann muss er ja dann auf die Straße und das, nee, tut mir leid. Das verstehe ich einfach nicht, dass es schon so weit geht. Aber gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das überall passiert. Ich denke mal, das ist mal eben einen Schluck trinken. So.
Jetzt müsste das gehen. Ich hoffe, ich weiß es nicht. Ich hoffe ja für ihn, dass er wirklich die Chance hat, zumindest eine Frist zu kriegen. Ich meine, ich kenne sein Konto nicht, wie gesagt, ich habe dann nur mal so rüber geguckt. Und wie ich schon sagt, jedermanns Sache. Was blitzt dann so heraus? Achso, ein Creeper. Dann sowas aber auch. Denk ich gar nicht hin. Meins ist es nicht. Es ist Geschmackssache. Ich muss das nicht haben. Aber wie gesagt, was halt jetzt mit ihm gerade passiert, was er durchmachen muss, das finde ich halt nicht in Ordnung. Natürlich sollte man schon achten, dass man seine Privatsphäre bewahrt. Deswegen war es für mich noch nicht so leicht. Also am Anfang war das halt noch sehr schwierig, weil du musst aufpassen, was du eingibst. Oh. Schön nette Untergrund. Du musst aufpassen, was gibst du ein, wenn du dich anmeldest, deine Daten. Was dürfen deine Community sehen? Was darf deine Community nicht sehen? Das ist, ich glaube, hier können wir Vogeleier finden. Das war halt noch am Anfang, also ich musste da wirklich drauf achten. Wirklich. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Oh, Brot, sehr schön. Eine Eisenspitzhacke. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Muss ich sagen. Ich glaube, die haben das wohl mal herausgefunden, irgendwie im Livestream, ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt nicht so genau informiert, weil für mich ist es jetzt nicht wichtig, weil mir ist es nicht passiert. Aber ich finde, man kann ruhig drüber reden. Ich hoffe, das ist auch für diejenigen okay, wenn ich drüber rede. Also wenn nicht, dann schreibt mich an. Dann gucke ich. Nee, aber es ist halt, wie gesagt, es ist eine Sauerei. Da kann man kann sehen, da können Menschen, oder ich sag mal, die eine Seite, oh, tatsächlich, wie könnte es Vogeleier geben? Man kann halt sehen, dass die eine Seite, die ihn gekündigt hat, wahrscheinlich wohl nicht einsichtig ist, sich zusammenzusetzen, und ich bin da schon sehr traurig. Ich meine, wir sind Menschen, wir können doch reden miteinander. Und das ist doch viel schöner, als wenn man sich Briefe schreibt oder per E-Mail droht oder ich habe keine Ahnung was. Deswegen, also, ich sag von meiner Seite her, ich hoffe, es geht für ihn einigermaßen gut aus. Dass es jetzt mit Schultern geht, das will ich jetzt nicht großartig hier erwähnen. Also da möchte ich mich dezent raushalten. Ich möchte nämlich auch nichts Falsches sagen oder so. Oder irgendwas in die Welt setzen, was nachher doch nicht stimmt. Das kann leider bei YouTube... Minecraft wird nicht stehen. Kann leider bei YouTube sehr oft passieren. Da muss man wirklich aufpassen, das ist halt das Schlimme dran. Man braucht nur was falsch erwähnen oder irgendwas sagen und es wird gleich... Also nicht falsch verstanden oder wie dem auch sei. Ist leider traurig. Ja. Dass man. Das sammeln wir doch alles ein, oder? Achso, ich werde ja gucken, wegen Lehm. Wird das schon wieder. Ey, die Sonne geht schon wieder unter. Hier mal rum. Machen. Ich drück da so ein bisschen die Daumen. Halt. Ach ja, dann schwimm da hinten hin. Komm nicht abholen. Im Laufe des Tages. Ich hoffe, es geht für denjenigen gut aus. Also für ihn, beziehungsweise, dass er dann nicht auf die Straße nehmen muss. Ich weiß, er hatte 2 Wochen Zeit, ne? Und zumindest hat er eine Frist, dass er dagegen was machen kann. Weil es gibt ja, wenn man ganz normal aussieht, gibt es ja diese, oder man sollte es zumindest machen,
Muss man nicht, man kann's. Ist aber besser. Diese 3-Monats-Frist, wo man ja sagen kann, innerhalb diesen 3 Monaten muss man ausziehen. Man sollte immer am besten, so gut wie es geht, Ende des Monats ausziehen, weil wenn man jetzt sagt, okay, man zieht einen Monat früher aus in der Wohnung, dann muss man 2 Mieten zahlen. Und das kann teuer werden. Ja, das kann sehr teuer werden. Ist das... Nee. Das kann sehr teuer werden. Und ich sag mal auch so, so ein Auszug ist ja auch nicht günstig. Ich meine, ich hatte auch mitgekriegt, dass er auf sein Paper-Konto keinen Zugriff hatte, was ich, muss ich sagen, wirklich schon krass fand. Pass bitte auf. Das war wirklich schon krass. Ich meine, ich glaube, er lebt auch davon, von YouTube. Ich bin mir nicht sicher. Er kam ja echt nicht ran. Das wurde ja wirklich gesperrt, weil er wohl beim Livestream mit den Donations Probleme hatte. Weil da irgendwie mal zu viel eingezahlt wurde, irgendwie auch fake und alles. Und was? Oh, und da ist ein Creeper, oder? Nee, doch nicht. Oh, Schwein gehabt. Ich hab grad gedacht. Naja, hier finden wir Vogelnester. Oh, ein Lurybird. 10%ige Spamrate. Ich glaube, das können wir erhöhen. Hatte da wohl auch Probleme, weil... Ich habe ein Dorf gefunden. Hatte da wohl auch Probleme. Wurde ihm deswegen auch wow, Minecraft, was ist los? Ah! Wie heißen die nochmal? Tukans, genau. Oh, cool. Ach Mensch, Leute, wir haben Tukans gefunden. Oh, ich wollte mein Buch aber nicht wegschmeißen. Nein, nicht wegfliegen. Oh. Warte, halt, ich wollte doch... Nee. Geschafft. Ha, haben ein Foto gekriegt. Oh, es wird schon wieder dunkel. Zum Dorf kommen wir jetzt nicht hin. Komme ich hier vielleicht rein? Ja, tatsächlich. Kann ich hier drin schlafen? Ist das möglich? Hallo? Könnte möglich sein. Da kann ich Mitte nehmen. Oh, Gott sei Dank. Schlafe ich mal eben in den Haus hier. Ich hoffe wirklich, es geht für ihn gut aus. Weil ich würde es nicht in Ordnung finden. Es ist nicht schön. Man möchte es keinem wünschen. Und man möchte auch niemanden so behandeln. Das muss ich ehrlich zugeben. Bett habe ich mitgenommen, ja. Ja. Hallo, habt ihr vielleicht ein Ei für mich? Ich möchte gerne so einen Tukan haben. Ah, da ist ein Nest. Aber es ist leer, oder? Ja. Och, Mensch. Ach, da ist noch ein Nest. Deswegen an dieser Stelle, wie gesagt, ich hoffe, ich... Oh, ein nicht identifizierbares Ei. Ich hoffe, ich kann das... Hier sind ja richtig viele Eier. Ja, einigermaßen gut... erklären, erzählen. Weil ich möchte wirklich keine falschen Informationen raussetzen. Und möchte auch niemanden irgendwie verletzen. Ein Kranichei. Ich glaube, wir müssen mal unseren Link so vergrößern. Da hinten ist noch ein Nest. Nicht sind wir ja auf Lehm, aber wir haben ja schon einiges an Lehm. Dann können wir uns das hier auch mal leisten. Deswegen hoffe ich... Ich sag jetzt mal, weiß nicht, darf ich ja Kollege sagen? Oder ich sag einfach mal, lieber Herr YouTube... YouTuber, ich hoffe, es geht für dich gut aus und wünsche dir bei deinem weiteren Weg viel Erfolg, muss ich sagen. Weil ich wünsche es keinen, es muss niemand so behandelt werden. Wenn jemand so behandelt wird, auf eine Art, muss man natürlich Situationen sehen, ist es ja selbst schuld oder nicht. Aber rausgeschmissen zu werden aus der Wohnung und dann nur innerhalb von 2 Wochen etwas finden, tut mir leid, das ist... Ah. Oh. Oh.
Noch mehr. Yes. Die werden wir auf jeden Fall erhöhen, die Spam-Rate. Ich weiß denn noch nicht mal, was das war. Arbeitsstand oder Feier? Weiß ich jetzt nicht. Ich hoffe, du kriegst das gebacken. Ich wünsche das kein. Muss ich ehrlich sagen, wünsche ich wirklich kein. Muss auch nicht sein. Definitiv nicht. Ich sag mal, ich gehe mal jetzt zum Dorf. Schau mal, was es da gibt. Das übrigens sehr schön gespammt ist. Ich glaube, da werden wir nicht viel finden. Meine Vöglein. Na? Was bist du eigentlich? Ich weiß es nicht. Du bist so schnell weggeflogen. Ach, okay, gut. Och, was bist du? Auf jeden Fall... Ja. Oh, das ist gut verstecktes Nest hier, ne? Muss ich ja sagen. Gut versteckt. Da war ich, glaube ich, entweder, oder? Ja. Gut, da geht's rein. Deswegen, Leute, bitte, auch wenn das nichts bringen wird, wahrscheinlich. Oh Gott, wir kriegen zu viele Eier. Akzeptiert die Privatsphäre, weil das wäre echt nett, denn würden wir uns sehr freuen. Ja, ich hoffe, es war für euch in Ordnung, dass noch ein Vogelnest, wenn ich so ein bisschen drüber gequatscht habe. Ich hoffe, es ist okay. Ist das eine Wüste? Ach, das ist, glaube ich, ein Wüstenweg. Ach so. Alles klar. Was haben wir hier? Gerste. Das haben wir. Teepflanze. Wir haben hier Karotten. Die haben wir auch. Oh, entschuldigt, falls ich... Es liegt Liebe in der Luft. Oh, es ist ein Baby entstanden. So, meine lieben Kinder, jetzt wisst ihr, wie Babys entstehen. Das macht mir ein bisschen Angst. Aber es sieht schon geil aus, ne? Guck mal hier, die... Hier, das finde ich ja cool. Das Haus ist hier richtig in den Berg reingebaut. Wenn man das richtig fertig machen würde, ich glaube, dann sieht das... Darf ich mal gucken? Richtig gut aus, ja, hier. Oh, nice. Rosa Granit. Die Häuser wurden aus rosa Granit gebaut. Ja. Ja. Niedlich, aber... Oh, hier gibt es Bücher. Und eine Kiste. Ich weiß nicht, ob ich die brauche. Ich nehme die einfach mal mit. Ich glaube, die meisten Bücher haben wir auch schon, oder? Dann Dämpfe sammeln. Das ist alles Witchery. Beinkreis. Oh, ich nehme die mal mit. Ich weiß nicht, ob wir die schon haben. Kann sein. Muss nicht sein. Ich möchte da hoch. Ich weiß nämlich nicht, ob ich noch eine Schmiede hier irgendwo habe. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? So schon mal nicht. Gab's hier nicht aber... Hallo, ein Ausgang? Ich bin friedlich hier. Ah, hier. Oh. Ein See. Oh Gott, ich glaube, wir müssen was. Was? Ich habe nichts gemacht. Hast du was gesehen? Anscheinend hat er was entdeckt. Oder er hält einfach nur Wache, was weiß ich. Okay. Wie dem auch sei. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das Video nennen werde. Da muss ich mal gucken. Ach, wir werden schon... Ich werde da schon was Passendes finden. Ist noch ein Vogelnest. So, ich wollte mal hochzukommen. Ich wollte doch eigentlich Lehm sammeln. Das hat sich irgendwie auch schon wieder aus. Na gut, wir haben aber auch schon, ne? Wenn ich was mal so sagen darf. Das wird für eine Weile erstmal reichen. Weil ich möchte doch schon ein paar Vögel in unser Vogelhäuschen haben. Ja. Mac
MacBee. Die haben alle so eine 10%ige, ne? Das ist schon mal etwas. Ich weiß auch nicht, ob man die erhöhen kann im Nest. Ich glaube nicht, ne? Wie komme ich da jetzt hoch? Ach, hier ist ein bisschen Ton noch. So, das nehme ich mal mit. Boah, hier ist nochmal. Ah, hier und da ist noch mehr. So. Ich komme hier vielleicht durch die Höhle. Das wäre cool. Ich glaube nicht. Nee, das Häschen. Schon wieder so ein blöder hoher Berg. Wo ich wieder Stunden brauche, um überhaupt irgendwo hochzukommen. Läuft aber wohl anscheinend ziemlich gut. Hier nicht. Ich brauche mal ein bisschen Erde. Dass ich zumindest hier mal überhaupt hochkomme. Siehst du, das geht doch. Alter Schwede, das ist aber auch ein Berg hier. Ich glaube, ich bin vielleicht schon zu hoch, oder? Nee, genau passen. Von daher muss ich überlegen, wie ich runterkomme. Der war gut. Aber wir können im Dorf schlafen, wenn die Sonne schon wieder untergeht. Und ich glaube, sie geht schon. Was seid ihr? Ach, wie süß! Das sind diese Kiwi. Oh Gott, sind die süß. Ich habe von euch hoffentlich ein Ei. Ihr seid voll putzig. Da ist ein Nest. Ein Vogelnest. Ist hier noch eins? Hier zwei, irgendwie in der Nähe. So ganz rein zufällig. Meistens habe ich da hinten nicht. Da ist aber ein Ei. Ah, ja, ist jetzt aber so. Ah, schön. Komm ich da hoch? Gute Frage, nächste Frage. Mit so wenig Erde wohl nicht. Sorry, ich muss mir mal hier ein bisschen Erde leihen. Und ich komme ran. Wo ist es? Ich habe sie doch eben gerade gesehen. Ach, da, 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 da. Kingfisch. Okay, das macht mal Angst. So, jetzt suchen wir uns mal schnell eine Hütte. Eine Hütte, eine Hütte, eine Hütte, wo wir mal eben schlafen können. Und warum singe ich? Ich weiß es nicht. Hier ist eine Hütte. Kann ich da rein? Komm ich hier rein? Wie komme ich rein? Gott sei Dank. Kann ich hier mal eben schlafen? Schlafi, schlafi. So. Ach ne, ich kann auch nicht. Okay. Den gucken wir jetzt gemütlich den Sonnenuntergang an. Okay. Nee, immer noch nicht. Aber wir sind schon reingegangen. Okay, wir sind auch auf dem Berg. Da kann das ein bisschen dauern. Na gut, in der Zeit kann ich wieder was trinken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, halt, halt, halt. Jetzt. Ich war gerade am Träumen und hab... Ja, in Gedanken war ich woanders. In Gedanken war ich woanders. So. Ist hier irgendwas? Anscheinend nicht. Gut. Gibt es hier irgendwas, was ich holen kann? Da nicht. Ich wollte auf der anderen Seite mal gucken. War das hier? Da drüben. Ich muss mal gucken, wie ich da hinkomme. Nimm mal diesen Weg. Alter, die haben hier aber auch die Wege. Och, Alter. Fette Potato. Ist hier irgendwas? Ist das überhaupt eine Schmiede? Nee, aber... Ist das eine Tinkers? Ah! Wird ja nicht benötigt, oder?
So, Mensch, das ist doch nice. Ich nehme den mal mit. Ich glaube, die werden sie nicht brauchen. Ich muss mal eben gucken, dass ich hier nichts verliere und ich selber nicht runterfall. Sonst ärgere ich mich richtig, wenn ich jetzt hier runterfall. Das könnte die Schmiede sein. Guck mal, da ist schon wieder blauer, ne? Das sieht mir schon wieder nach blauem Stein aus. Auch nicht schlecht, haben sie verschiedene Steinarten gemacht. Ich bräuchte vielleicht doch mal einen zweiten Rucksack. Ich weiß nicht, wie viel Glück Kronk hat, ne? Also, wenn der einen Rucksack braucht, der findet ja immer diese Pflanzen. Und ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keine einzige gefunden. Oder ich habe es übersehen. Das ist echt Glück, muss ich ehrlich sagen. Da ist doch auch eine Kiste drin, ne? Natürlich, sehe ich doch. Ich nehme mal das dann, ich glaube. Das ist gerade. Besser und ich muss da unten noch. Ach, ich hatte ja Sand gehabt. Und da zu den anderen Dings muss ich auch gleich noch hin. Aha. Okay, wo war die jetzt? Die möchte ich euch jetzt nicht planen, den dürft ihr gerne behalten. Oh, das sieht gut aus. Das sieht doch mal gut aus. Okay, ich muss mal eben hoch. Und ich glaube, hier muss ich rein, oder? War das hier? Irgendwo kannte ich doch. Ich habe noch Sand. So, war das hier? Mal hier nehme ich hier noch einen Sandblock hin, dann muss ich das nicht bleiben. Okay, nee. Hab ich gehört. Ich hab gedacht, die haben vielleicht einen Tinkers. Was ist da? Nee, oder? Nö. Hier ist es nicht. Nö. Gut. Dann schenke ich den euch. Schenke ich euch. So. Da möchte ich gleich gucken. Das sieht aus, als wenn das viele Gewässer hätte. Und irgendwann muss ich wieder zurück, weil mein Rucksack voll wird. Ich habe gedacht, ich finde jetzt eine Tinker-Gebäude, aber ja, sitzt mit X war wohl nix. Ist keins, oder? Nee, ihr seid gefangen. Ich aber auch. So. Wo war jetzt? Verdammt. Ich muss mal eben. Ah, hier unter mir. Ah, hier runter. Ich hoffe, hier komme ich wieder hoch. Ja, gut aus. Hier komme ich, glaube ich, wieder hoch. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn das. Wie komme ich da rein? Ah. Hallo. Du hast es hier sehr nett, aber. Oh, was habe ich hier denn alles? Ach du Schande, das kriege ich ja gar nicht alles mit. Gummistiefel nehme ich nicht mit. Oh, der Ender. Uiuiuiuiuiui. Okay, warum habe ich. Achso, ja. Okay, wartet. Das Nähmchen kann rein. Kann ich nicht aus dem Lehm eventuell. Wartet mal eben. Ich mache mir daraus mal eben Blöcke. Dann haben wir viel mehr Platz. Dazu brauche ich nur gleich meinen Rucksack. Da. Konnte ich doch. Ja, siehst du. So, das war's. Das war's. Löschen. Ah, nee. So. Jetzt haben wir ja mehr Platz. Naja, zumindest so gut wie es geht. Das kommt mit. Ich muss ja eh was zu essen schon mal rausholen.
Habe ich keinen Bücher, habe ich nicht mehr. Ich brauche die Erde. Ich habe ja noch ein paar Eier. Da habe ich was, da habe ich was. Ja. Es lohnt sich. Achso, ja, die Blöcke habe ich ja noch. Die Schaufel. Ich muss gerade hier ein bisschen aufräumen. Die Workbench bräuchte ich ja theoretisch nicht. Nehme ich aber trotzdem mit. Kann ich zu Hause vielleicht für irgendwas gut nutzen. Ja, meine ist noch gut. Dann nehme ich sie mit. Ich bestimmt irgendwo einen Rüstungsständer, wo ich das reinschmeißen kann. Die weiß ich nicht. Ich behalte die mal noch. Gut. Hier habe ich noch Ton. Und das ist fertig. Oh Gott. Huch, Vorsicht. Wo komme ich denn hier raus? Wo habe ich denn das Loch? Achso, von innen, oder? Ah. Nimm mal mit Ruhe, Junge. Du musst nicht paranoid werden. Kann ja nichts dafür, wenn du hier eingeschlossen bist. Hallo. Alter.